Alter, es gibt keine Amalgamfüllung, die so gut ist, dass man sie nicht neu machen müsste. Kann ich aus dem Nähkästchen planen? Vielleicht können wir da mal eben kurz mit aufräumen, so Real Talk-mäßig. Ich glaube ja. Du hast dich vorbereitet? Ja, was soll ich jetzt da machen? Ist schon sehr interessant. Man wurde angeschwärzt von irgendjemandem. Genau. Weil er neidisch ist oder aus welchen Gründen auch immer. Ja. Jemand kommt zu dir nach Hause und prüft erstmal alle Geräte. Aber es ist ja auch irgendwie geil. Mm-mm. Wenn die Langeweile haben. Arschbacken zusammenkneifen, dann müssen wir jetzt durch. Das hält natürlich auch ein gewisses Niveau. Die haben, ich glaube, Donnerstag angerufen. Genau, dafür ist das da. Okay. Wir kommen am Dienstag. Dann sind die bedenkenlos zu nutzen. Doppelt gemoppelt. Das ist ja völlig irre. Das war nicht meine Idee mit dem Urlaub, sondern war ihre Idee. Wollt ihr mich eigentlich alle auf den Arm nehmen? Ich muss das alles selber machen. Tatsächlich? Wie soll man das jetzt mal vorsichtig formulieren, ohne dass das negativ ist? Dann ist danach erstmal Ruhe. Nur für den Tag machen wir einfach alles schick? Es ist einfach so. Das System hat vielleicht Lücken. Ja, ja, ja. Do it. Das ist ein ganz typischer zahnmedizinischer Begriff. Mega. Jeder Zahnarzt weiß oder jeder Techniker weiß auch, was damit anzufangen. Monkey Management. Auf jeden Fall. Ihr wisst, ich habe einen Säbel und dann... Allein dafür lohnt sich das schon.